Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 1. Ja, und wir sprechen Commander mit Shepard? Emily Wong. Hallo, Commander Shepard? Ja, ganz ruhig. Mein Name ist Emily Wong. Ich untersuche als Journalistin die Korruptionsvorgänge auf der Zitadelle. Sie haben vor kurzem einen Mann namens Fist ausgeschaltet. Er war Mitglied eines Verbrechersyndikats. Haben Sie vielleicht in seinem Büro Beweismittel gefunden? Irgendetwas, was Sie mir erzählen könnten? Die Disks. Diese OSDs könnten ein paar Informationen für Sie enthalten. Sie haben Fist-Dateien? Das könnte noch interessanter sein, als ich hoffte. Hier, bitte, Commander, für Ihre Mühen. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss jetzt diese Disks überprüfen. Ja, Stufenaufstieg. Da habe ich wieder 2 Punkte. Pistole einschüchtern. Will ich eigentlich nicht. Schmeicheln wacht geht von selbst. Ach so. Spectre-Training, ja. Erste Hilfe. Nehme ich immer gerne. Medizin. Oh, lebende organische Feinde. Ja, und reduziert die Abkühlung ist ja auch immer nicht schlecht. So, Stase. Das ist immer gut, wenn es länger ist. Verdammt, Orb. Werfen freischalten. Werfen ist ausführende Schleuder, das ziehen wir deine Kraft von. Ja, das ist eigentlich mega. Aus Mass Effect 2 kenne ich das noch. Elektronik kann dann keine beschwerenden Objekte eingesetzt werden. Aha. Interessant. Tech-Explosion durch 5 Abotage. 10%, ja, ist auch nicht schlecht. Ja, finde ich nicht schlecht. So, wie interessant das hier eigentlich ist. Hier Garrus oder sonst noch irgendetwas Interessantes? Ja, zumindest ist hier ein Händler, bei dem ich mal reingucken kann. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Ich weiß, dass Sie es waren. Ich erinnere mich an Sie. Wirklich? Das ist beeindruckend. Normalerweise könnt ihr Menschen keinen Turianer vom anderen unterscheiden. Dies ist der richtige Ort. Bekomme ich nun mein Geld zurück oder nicht? Haben Sie eine Quittung dabei? Was? Nein, ich... Ich habe keine bekommen. Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Aber... ich kann Ihnen nicht helfen. Ja, wer keine Quittung hat... Der beste Ort auf der Station um... Ja, ich upgrade, ich weiß. Hallo, Erdenclan. Sie kommen zweifellos gerade aus den Kolonien. Brauchen Sie Vorräte? Kolonien? Welche Kolonien meinen Sie? Oh, mein Fehler, Erdenclan. Ich dachte, ist ja auch egal. Feros? Noveria? Wenn Sie noch nicht von denen gehört haben, werden Sie es bald. Aber woher Sie auch kommen, meine Waren stehen jedem zur Verfügung. Was haben Sie anzubieten? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Schwer Mensch. Was ist das denn? Ich habe eh kein Geld. Einzigartiger Gegenstand. Was? Lizenz Elkos Combine für den Ausrüstungsoffizier auf der Normandy. Kaufe ich jetzt einfach mal. Das sieht so aus wie irgendwas Einzigartiges, was man braucht. Für irgendeine Quest. Ist das wirklich? Wow, Sie sind es! Sie sind Commander Shepard, der Held von Eden Prime. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Ich freue mich ganz meinerseits. Schön, Sie kennenzulernen. Und Sie sind... Mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Ich wollte bloß helfen. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, am Leben zu bleiben und den Kolonisten zu helfen. Hey, Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Aber würden Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Kein Problem.
Für einen Fan tue ich alles. Hier. Danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Meine Frau wird sowas von beeindruckt sein. Dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Aber wenn Sie mal wieder auf die Erde kommen, würde ich Ihnen gern einen ausgeben. Danke nochmals. Siehste, kriegt man sogar ein Getränk ausgegeben. Das ist also, lohnt sich immer nett zu sein. Finde ich auch so in RL. War ich hier schon mal? War ich hier? Ja, natürlich. Ist hier überhaupt sonst noch was? Karte? Nein. Da war ich. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich rede. Da war ich überall schon. So geht der Satz. Meine Güte, ich verlerne die deutsche Sprache. Ist echt schlimm. Ich höre, denkst du wirklich, du kannst dann kein Deutsch mehr? So, Karte. Da war ich auch. Nee, medizinische Klinik war ich gar nicht, ne? Oder? Ich glaube, ich war noch nicht in der Klinik. Da muss ich natürlich auch hin. Da. Einmal quer durch. Das muss ja dann da oben sein, wenn da unten ist ja eh dieses Terminal, was vorher da war. Wie das heißt, ich weiß nicht genau, wie man sowas nennt. Tür zur Klinik, ach da. Wen haben wir denn da? Dr. Chloe Mitchell und Miguel. Hallo, Commander. Ich bin Dr. Chloe Michelle. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Persönliche Frage. Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Mein Vater war Arzt bei der Allianz. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuhalten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Ich brauche Vorräte. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Was haben die der Rüstungsupgrades? 170.000, oh, Scheiße. Notfallsinterface, was? Eine Kampfzug eingearbeitete Spezialmikroprozessoren überwachen. Kollfunktion setzen wir Bedarf in eine kleine Dosis Medical frei. Ja, machen wir das mal. Ja, Commander. Huch, kann ich irgendwas für Sie tun? Ich gehe dann jetzt. Weil Sie wohl, da Commander. Kann man. Nett, Sie kennenzulernen. Ja, bestimmt, wenn man Upgrades macht. Das Feuereindämmungssystem. Ja. Aber das Krankenhaus war jetzt nicht so der Knüller. Hier waren wir jetzt. Oh, denke ich, glaube ich noch nicht. So, wo waren wir noch nicht? Im Präsidium mit den Bezirken. Alter, was war denn Präsidium? Botschaften. Bezirkszugang. Botschaften. Bei den Botschaften ist auch die C-Sicherheit. Da könnten wir vielleicht Garrus finden. Wiener. Ich sehe es auch hier irgendwo auf der Karte, aber nicht, ne? Zum Citadel-Turm. Sicherheitsakademie. Was? Aber der ist noch nicht bei der Akademie. Oder? Fahrstuhl fahren ist toll. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Schrecklich. Prison Architect würde ich auch mal eine Let's Play machen.
70, habe ich gerade so auf meinem Desktop gesehen, deswegen. Garrus! Garrus! Herzlichen Glückwunsch, Shepard. Ich hörte, man hat sie zum Spectre gemacht. Ich bin froh, dass der Rat Saren endlich als das sieht, was er ist. Danke. Das weiß ich zu schätzen, Garrus. Ich zog mich aus der Zitadell-Sicherheit zurück, als der Rat meine Nachforschungen ignorierte. Ich war die Politik und Bürokratie leid. Sie sind der Einzige, der etwas gegen Saren zu unternehmen scheint. Lassen Sie mich mitkommen. Warum hassen Sie Saren? Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte es bei meinen Nachforschungen nicht beweisen, aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Die haben es klar ausgedrückt. Willkommen an Bord, Garrus. Sie werden es nicht bereuen, Shepard. Jawoll. Jetzt habe ich Garrus und ich habe... Eigentlich ist das doch das Beste, ne? Der hat auch viel. Der Garrus ist mega. Oder ich mache den hier. Weil dann haben wir Taker, wir haben nur wenig Kampfstärke. Oder so, da haben wir übertriebene Tech-Stärke. Ne, dann lieber das hier. Joa. Da habe ich ja alles sonst gelesen. Squad. 16 Punkte hat der Typ nämlich. Tech-Explosion, was? Achso. Was nimmt der denn mal? Erste Hilfe natürlich. Ja, das ist immer gut, wenn die das nämlich haben. Elektronik freischalten. Was ist Elektronik? Ach, das war das mit Elektronik, okay. So, dann ist der nämlich schon mal mega. Und Präzisionsgewehr wird da freigeschaltet, okay. Da will ich einen richtigen Kampfgeist, Kampftypen haben, quasi. So, Garrus haben wir. Sarens Unschuld beweisen, mit dem Botschafter sprechen, ja. Das ist sogar hier. Jetzt sieht er der die Keeper scannen, ja. 11 von 21 erst, oh. Was? Oh, da war noch irgendwas anderes. Sieht er der Dead Fan? Konrad Werner, ja, ich habe doch mit ihm gesprochen. Oder muss ich, Sie hatten eine Begegnung mit Konrad Werner. Ja. Merkwürdig. Huch, irgendwas aufs, Origin. Ja, es war hier. Hier ist ein Händler. Keeper. Und ein Ausrüstungsoffizier. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle, stimmt das in etwa? Ja, ganz genau. Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Gerne. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten... Spectre? Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie das sind. Tut mir leid, Commander. Kein Problem. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Cool. Was haben wir denn hier? Präzisionsgewehre. Einzigartiger Gegenstand, der erhöht die Anzahl der Granaten. Lizenz Alderaan Labs. Haben wir doch schon Bioverstärker. Universalwerkzeug. Ich habe alles kein Geld, das Problem. Ja. Früher hatte ich ein Büro hier, habe die Hälfte meiner Arbeitszeit mit Papierkram verbracht. Okay. Das ist traurig, ne? Da kommen wir zur Andockbucht. Da wollen wir, glaube ich, nicht hin. Guck
gucken, was uns hier in der rechten, in dem rechten Raum erwartet. Salarianer, ein paar nette Menschen. Man sieht eben. Huch. Okay, ja, lassen Sie mich das mal klarstellen. Ihr Geschäftspartner, Korba, er hat Sie bedroht? Naja, nicht wirklich. Aber er will mich treffen. Ich glaube, er wird mich töten. Und warum glauben Sie das? Ich kann nicht ins Detail gehen. Korban tötet mich, wenn ich hier ungeschützt gehe. Ich kann Ihnen nicht helfen. Außer Sie erzählen mir noch ein bisschen mehr. Ich kann nicht. Tut mir leid. Dann habe ich was anderes zu tun. Aber... Nichts aber. Stören Sie mich nicht, es sei denn, Sie geben mir Details. Hey da! Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Ich habe mitgehört. Was wollten Sie dem Officer vorhin erklären? Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Sie töten? Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Wie kann ich Ihnen helfen? Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Ich rede mit ihm. Sagen Sie mir, wo er ist und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Korban? Das ist der Kerl, der wollte, dass wir die Keeper scannen. Die Keeper? Das ist noch ein guter Grund, ihn ausfindig zu machen. Das verstößt gegen die Gesetze. Gutes Argument. Ich werde mich gleich darum kümmern. Mal sehen, was er so vorhat. Was Korban betrifft, ist dieser Tage alles möglich. Also, viel Glück. Na, das wird ja ein Traum. Vor allem, weil wir für den hier schon so viel gemacht haben, hier mit den Keepern. Naja, egal. Ein paar Keeper gibt's ja noch. Sonst notfalls nehmen wir uns die anderen Torwarte. Was? Hier ist nichts. Das ist noch ein Keeper, den wir scannen können. Nein, die können wir nicht. Doch, die können wir scannen. Aha. Tracking Terminal. Noch ein Tracking Terminal. Hier ist nix. Ein Fahrstuhl, ja. Jedes Mal, wenn ich die Zitadelle besuche, bringt mich die Sicherheit für einen netten Plausch her. Okay. Schön. Finde ich sehr schön. Jaid, ja. Ich glaube, wir müssen hier runter, ne? Denke ich mal. Früher hatte ich ein Büro hier. Ach so, ja, ja, habe die Hälfte meiner Arbeitszeit mit Papierkram verbracht. Übliche. Zu den Bezirken. In einem Bericht, den wir später senden werden, untersucht Emily Wong die Korruption auf der Zitadelle und enttarnt ein ausgewachsenes Verbrechersyndikat. Ach, interessant, das war die, der wir doch diese Daten gegeben haben. Finde ich cool, dass diese Radiosender im Fahrstuhl direkt live quasi mitsenden. Man darf wahrscheinlich nur nicht zu oft Fahrstuhl fahren, weil dann wiederholt sich das, denke ich mal. Ein Traum. Ich. Okay.
Und wir machen einen Speicherstand. Bis dahin. Tschüss.